nimmt das dem Ganzen diesen edlen, doch eher etepetete Look, wenn man das Oversize trägt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass das alles, was du möchtest, erreichen kannst. Das Christkind und der Weihnachtsmann haben alle eure materialistischen Bedürfnisse befriedigt. Bei mir kann ich davon reden, ich nehme dieses Video einen Tag vorher auf, aber ich habe zumindest meine eigenen materialistischen Bedürfnisse befriedigt. Und deswegen gibt es heute ein Fashion Pack Opening. Wir schauen uns einfach meine latest Pickups an, was ich mir da so geholt habe. Aber liebe Leute, nicht vergessen, für all jene, die bei M&M Vienna nichts mehr bekommen haben, mein Drop war ja erst letzte Woche. Nach 1,5 Minuten war der erste Hoodie schon ausverkauft und wird jetzt mittlerweile für 600 im Internet angeboten. Für alle, die das verpasst haben, könnt ihr euch jetzt noch das M&M Handycover abholen. Das ist jetzt sogar um 10 Euro vergünstigt worden. Liebe Leute, ich will aber gar nicht mehr länger quatschen. Bis auf meinem Zweitkanal gibt es eigentlich kaum News. Hier gibt es nämlich Daily Vlogs. Jeden Tag wisst ihr, was bei mir abgeht. Jeden Tag irgendein Chaos in der Infobox verlinkt. Schaut auf alle Fälle dabei. Jetzt erst vor kurzem nach 20 Vlogs über 10.000 Abonnenten. Vielen Dank für alle, die auf Maximilian dabei sind. Wer noch nicht dabei ist, jetzt abonnieren. So, wir schauen uns das an. Wir machen es diesmal anders. Ich habe es mittlerweile schon angeboxt. Da sind Pieces dabei. Habe ich sogar einmal schon getragen, aber noch nicht hergezeigt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal in meinem Kleiderkasten wühlen und direkt zum Piece Number One gehen. Und das erste Ding, das ich mir geholt habe, ist dieses Represent-Shirt. Das finde ich mega, mega nice. Hier vorne steht Represent, darunter steht Kamagawa. Das ist eine Kollaboration zwischen Represent und einem Tierschutzverein, so habe ich das verstanden. Also mit dem Kauf dieses Shirts gehen ein Teil des Profits geht dann an diese Organisation, damit die das Ausrotten der Löwen verhindern können. Vom Schnitt her klassisch Represent, auch der Stoff sehr, sehr dick, so wie mir das gefällt. Ich bin ja momentan ein richtig großer Represent-Fan, weil ich einfach des Todes. Nice, Digga. Ist auch der Stoff, wie gesagt, sehr, sehr weich, qualitativ hochwertig, bin begeistert davon, fast so wie die M&M-Shirts natürlich. Der Print aus dem 3D-Drucker sehr, sehr hochwertig geworden, also allein durch das Schlangenprinting, das wir beim M&M-Hoodie gemacht haben, weiß ich, wie schwierig und wie aufwendig das ist, wenn man eine RGB-Datei hat, das man umwandeln muss. Ich will gar nicht mal zu lange ausschweifen, aber das ist sehr detailreich und gut gelungen. Also auf jeden Fall ein nice Shirt. Bezahlt habe ich dafür nichts. Ich habe nichts dafür bezahlt, weil ich bei einer Wette 150 Euro gewonnen habe. Wer wissen möchte, wie ich das gemacht habe und mit was für einem unfassbaren Trickshot ich diese Wette gewonnen habe, ich werde mal das Video in der Infobox verlinken, könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Also auf jeden Fall an dieser Stelle danke Noah Gusi für dieses Shirt. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich würde sagen, Freunde, dann bleiben wir gleich bei Represent und sehen uns diesen Hoodie an. Nach dem Balenciaga ist nämlich das jetzt mein absoluter Lieblingshoodie geworden. Nicht nur, weil der 3D-Druck wieder sehr aufwendig gemacht ist und sehr, sehr qualitativ hochwertig aussieht mit dieser Schlange und dieser Frau, die da von ihr umschlungen wird, sondern wir haben auch wieder diese typische Represent-Schrift, die wir auch auf den Shirts. Wenn wir jetzt den oberen Print mit diesem unteren vergleichen, ist das die gleiche Schrift hat und auch von der Farbe her beides Stonewashed. Also auch der Stoff wieder absolut Bombe. Wir sehen hier vom Farbvergleich, das ist etwas dünker noch, meins ist noch mehr Stonewashed. Aber der Stoff ist wirklich Bombe und der Hoodie hat 500 Gramm. Also der Hoodie alleine hat schon ein halbes Kilo und das spürst du auch. Du spürst die Qualität. Sie haben hier auf Bänder verzichtet, sondern haben hier so eine Schnur eingespannt, die du jetzt mit so einem Verschluss verstellen kannst. Finde ich sehr, sehr schön. Er fällt auch sehr gut vom Schnitt. Ich habe hier ein XL genommen, weil er doch sehr cropped ist. Hier unten haben wir noch einen Print mit Laufhunter, haben noch eine Bauchtasche. Der Stoff, wie gesagt, Bombe. Und für einen Preis von 195 Euro ohne Versand, bei Represent muss man den Versand zahlen, außer man hat einen Gutscheincode, kann ich den wirklich nur schwerstens empfehlen. Ich glaube, es ist sogar noch einer da. Keine Ahnung. Vor kurzem, also ich habe den relativ leicht bekommen. Ja, was habe ich mir noch geholt? Ha! Die M&M-Kappe, jetzt mit 10% kleinerem Logo. Gibt es natürlich im Dösermistor. Also wer in Wien vorbeischauen möchte, Krugerstraße 6, da sollen noch ein, zwei liegen. Für die Wiener habe ich ein bisschen was auf die Seite gekarrt. Das ist eine Jacke von Your Cool Wear, die habe ich auf Instagram gefunden. Da habe ich die Jacke eigentlich relativ nice gefunden. Hab mir auch eine Hose geholt, die werde ich euch gleich zeigen. Die haben mir das zugeschickt, kaum aber kein Geld dafür. Ich müsste kein Video machen, aber latest Pickups sind die natürlich auch dabei. Das ist so ein Leder mit einem, ja, Fake-Pelz logischerweise. Ich würde keine Echt-Pelz mir kaufen. Fittet eigentlich ganz nice. Die habe ich mir in L geholt. Hätte aber locker auch XL vertragen, muss ich sagen. Relativ warm für den Winter jetzt genau passend und gerade mit Grau in Grauton kann man die sehr, sehr nice kombinieren. Habe ich auch auf Instagram gemacht, also wer auf Insta noch nicht dabei ist, Max Obemi, da habe ich die Pieces alle nochmal kombiniert und wie man mir nachsagt, bin ich der absolute Chef.
wenn es ums Kombinieren geht. Okay, also die Jacke wirklich sehr, sehr nice. Aha, da haben wir noch was eingesteckt. Mann, sehr schön. Vor kurzem erst 1200 Euro im Casino gewonnen. Der Blog war natürlich dabei auf Maximilian. Das ist die Jacke. Ich habe mir aber noch eine Cargo Pants geholt, die ich auch wirklich nice finde. Das ist diese Hose hier. Wir erkennen gleich auf den ersten Blick, dass es sich hier um so einen Satin-Stoff handelt, der auch reflektiert hier jetzt, aber auch mit Stoffeinnähern, die nicht glänzen. So eine Kombination aus beiden Stoffen finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil es so einen eigenen Look gibt und mir ist aufgefallen, dass Leute zu mir herkommen und nachsehen wollen, was das für ein Stoff ist. Sehr, sehr gut gemacht, auch mit diesen Bändern hier, die relativ lange nach unten laufen. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das noch cool findet oder ob man das lieber rausgibt. Ja, kommt aufs Gleiche. Wir haben einen Gummibund. Der Zip ist natürlich links und rechts am Start, was relativ praktisch ist. Da fallen die Sachen nicht raus, was mir sehr oft passiert mit meinem Handy. Und auch hier unten bei den Hosentaschen haben wir mit Zipverschluss unten hier nochmal so einen Klettverschluss. Also auch mit dieser Hose, die habe ich mir in Large geholt, kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Beides, wie gesagt, von Your Cool Wear, kann man schon mal vorbeischauen und mal zuschlagen. Wie gesagt, unbezahlte Werbung, bekomme kein Geld dafür und es wäre auch nicht notwendig gewesen, hierüber ein Video zu machen. Aber wie gesagt, ich habe einen Durst. Ich habe euch jetzt mit der Hose hier nochmal ein Foto verlinkt. Da seht ihr, wie ich die kombiniert habe. Wirklich eine nice Hose. Und die Jacke lag, glaube ich, bei 120 Euro und die Hose bei, keine Ahnung, 60. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, weil ich die Hose gratis bekommen habe. Schauen wir zum letzten Piece und gleichzeitig auch das teuerste Piece. Diesmal von Gucci. Ein Sweater. Den habe ich schon mal angehabt in einem Video, aber jetzt zeige ich ihn das erste Mal offiziell. Der war schon einmal in der Reinigung, weil ich ihn beim Limonade trinken anhat. Wir haben hier diese Badminton-Motive, das Gucci-Logo, das ist alles ein Stick, das heißt, das ist nicht drauf geprintet, sondern es wurde hier natürlich eingestickt von Gucci, also wirklich alles handmade, super Qualität, dementsprechend teuer auch. Ich habe für den 800 Euro bezahlt, 890 Euro bezahlt. Also wirklich ein teures Ding, aber vom Stoff her sehr, sehr weich, schmiegt sich sehr an den Körper an und ich habe den richtig oversized genommen, damit der einen sehr baggyen Look hat. Dann nimmt das dem Ganzen diesen edlen, doch eher etepetete Look, wenn man das oversized trägt. Wenn man das dann gut kombiniert mit einer Cargo, gibt es so einen ganz eigenen Look, feiere ich persönlich extrem. Auch auf Instagram schon ein Foto gemacht, also darf auf jeden Fall vorbeischauen. Sollte ich auf jeden Fall wieder tragen, weil ich es einmal angehabt, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr nice. 890 dieses Sweater kann ich nur schwerstens empfehlen. Ist mal was ganz Neues, wollt mal was ausprobieren. Ha. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem natürlich frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr eine besinnliche Zeit mit der Familie habt und vielleicht auch die ein oder anderen Sachen abstaubt, die ihr euch gewünscht habt, die dann unter den Baum liegt. Ist natürlich immer wieder eine Freude, wenn man beides kombinieren kann. Gutes Essen mit guter Ware. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Eins ist vom Vlog. Da gibt es, wie gesagt, Daily-Videos. Auch wenn dieses Video online kommt, ist der neueste Vlog schon online. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht am Freitag oder aber auch erst am Sonntag, je nachdem, wie gut ich dieses Weihnachten überlebe. Das war's von mir, euer Maximilian. Komm jetzt in den Workshop, den mir die Engel in Auftrag gegeben haben.